Hallo lieber Lewe und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin sehr gespannt, wie dein Monat Mai aussieht und ich hoffe natürlich du auch. Deshalb schaue ich in die Tarotkarten und am Schluss noch in die Engelsbotschaften, wie dein Monat Mai aussieht und mit welchen Nachrichten du rechnen kannst. Was will dir das Tarot sagen für den Mai, lieber Lewe? So, also, okay, da haben wir die Welt, sehr spirituell, es geht um alles oder nichts. Ja, vielleicht hast du es mit einem Wassermann, Stier oder Skorpion zu tun, das sind, und dich natürlich auch, lieber Löwe, das sind vier Fixzeichen. Das bedeutet, sie haben nicht gerne die Veränderung sozusagen, können nicht wirklich vom Fleck abkommen, wenn sie sich wirklich wohlfühlen, also an dem Ort wohlfühlen. Aber manchmal bedeutet das einfach, gewisse Themen hinter sich zu lassen, um Neues, um Platz für Neues zu schaffen. Ja, das ist das eine. Und das andere bedeutet das auch, du stehst am Abschluss. Also irgendetwas bringst du hinter dir. Und das werden wir jetzt gerade sehen. Die Sonne. Ja, es geht vielleicht um ein Kind. Ja, bei Löwe, jemand hat ein Kind zur Welt gebracht. Und das sind freudige Zeiten. Herzliche Gratulation. Sorry, ich bin so unverschämt manchmal, dass ich nicht richtig sprechen kann. Ich bin einfach, ja, komisch manchmal. Aber egal, jetzt geht es um dich, Löwe, der Wagen. Drei große Arcana-Karten, sehr sprunghaft, sehr flexibel, auch mit den zwei der Münzen. Okay, drei der Münzen. Der Teufel umgekehrt und acht der Münzen umgekehrt. Ja, Löwe. So. Dein Monat Mai. Also, ich sehe da eine Person, der du nicht wirklich vertrauen kannst oder du irgendwo noch abhängig davon bist und nicht wirklich bereit für einen Abschluss bist. Ich glaube, das bezieht sich auf die Arbeit, auf jeden Fall mit drei der Münzen und acht der Münzen. Irgendwo musst du, vielleicht hast du mehrere Jobs oder ja, arbeitest an verschiedene Orten und da heißt es flexibel bleiben und du fragst dich mit acht der Münzen umgekehrt, lohnt das sich, mich in das zu investieren, die ganze Zeit, Arbeit auf mich zu nehmen, weil das kostet viel Kraft, viel Arbeit, ich muss mich noch um das und das und das kümmern, aber ich glaube, vielleicht hast du eine gewisse, ja, fühlst du dich irgendwo sehr verantwortlich für einen Menschen, eben vielleicht für ein Kind oder für die Arbeit. Also etwas, wo du dich sehr verbunden fühlst oder zu jemandem natürlich. Es geht auch um die Liebe, die Neun der Kelche. Also grundsätzlich im Mai sieht das sehr positiv aus, würde ich jetzt sagen. Es kann einfach mit dem Teufel umgekehrt auch sein, dass toxische oder Abhängigkeiten eben jetzt aufgelöst werden, weil so würde das ja heißen, Abhängigkeit, also aufrecht für die Abhängigkeit und so für die Unabhängigkeit. Also würde ich schon sagen, Löwe, dass du das ein gewisses Thema wirklich zu Ende bringst, weil ja, die Welt ist auch, war die erste Karte. Okay, also auf was läuft das jetzt hinaus, Löwe? Auf was läuft das hinaus?
zweiter Stäbe, zehnter Stäbe, vierter Kelche und die Gerechtigkeit umgekehrt. Du sagst, ich verdiene mehr, ich verdiene die Wahrheit, ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was ich habe, weil ich mehr verdient habe. Und deshalb arbeitest du auch. Ja, Löwe, du wirst eine definitive Entscheidung treffen und es wird sich befreiend anfühlen, weil es dich länger schon belastet, okay? Du bist eigentlich schon längst hinüber, also der Seil ist schon längst überspannt. Das heißt, es geht jetzt einfach nicht mehr, du kannst nicht mehr länger in dem drinnen sein. Du siehst, was zu Ende gebracht werden muss und du nicht länger Zeit für etwas hast, weil du andere Prioritäten und ja, Leben dich halt neu orientierst. Okay, was wollen jetzt dir die Engel sagen? Okay, Compassion, Mitgefühl, tue die Arbeit, Romantik und Verbindung und Erfahrungen sammeln. Ja, du siehst selber, du gestehst dir selber irgendwo zu, dass du auch vielleicht falsche Handlungen getan hast. Ich weiß nicht, ich kenne dich nicht, ich möchte dich nicht verurteilen. Es geht einfach darum, dass du Mitgefühl erhältst und du den anderen auch mitfühlend zeigst. Und dabei geht es um Verbindungen zu schaffen und die Harmonie in der Familie, Liebe mit den Kindern zu schaffen. Und dafür brauchst du die Arbeit, um das alles zu erreichen, musst du dafür etwas tun. Und so wird jetzt dein Mai sein, du wirst erkennen, dass du Erfahrungen sammeln musstest, dass du an dem Punkt stehst, um das zu realisieren. Okay, Löwe, ja, das war deine Legung. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie damit helfen. Ich wünsche dir alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Monat. Tschüss!